Hallo ihr Lieben, mein Name ist Nadja Bräuning und ich bin pädagogische Fachkraft bei der Stadt Sindelfingen. Im Rahmen der Aktion Kita zu Hause möchte ich euch heute zeigen, wie ihr zum Beispiel die Bäume in eurem Garten mit lustigen Baumgesichtern verzieren könnt. Dazu benötigt ihr Ton. Es eignet sich aber genauso gut selbst hergestellter Salzteig, solltet ihr keinen Ton zu Hause haben. Außerdem benötigt ihr verschiedene Naturmaterialien wie Kastanien, Haselnüsse, Zapfen oder gesammelte Gräser und Blüten, aber auch Federn oder Ähnliches. Als erstes beginnen wir aus dem Ton oder eben, wie schon gesagt, auch dem Salzteig ein Gesicht zu formen. Und dieses befestigen wir dann am Baum. Gut festdrücken, damit es nicht runterfällt. Anschließend können wir beginnen, das Gesicht mit unseren Naturmaterialien zu verzieren. Ich verwende jetzt zum Beispiel kleine Haselnüsse als Augen. Als Nase bekommt mein Baumgesicht einen kleinen Zapfen. Und für den Mund verwende ich ein Stück Rinde. Aus Gräsern und Blättern lassen sich jetzt noch schön Haare gestalten. Ihr könnt aber zur Dekoration auch noch ein paar Federn mit einarbeiten. Und um die Wangen im Gesicht noch zu betonen, verwende ich kleine Muscheln. So oder so ähnlich kann euer Baumgesicht dann aussehen. Ich bin gespannt, welche kreative und lustige Ideen ihr habt. Viel Spaß beim Ausprobieren und bleibt gesund!